Dann heiße ich Sie nochmal ganz herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Die dringenden Fragen der dichten Stadt als Natur. Und ich übergebe gleich an Helga Fassbinder zur Einleitung. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen und insbesondere ein Willkommen unserem Referenten, Torvald Brandwein. Torvald Brandwein ist ja ein Gebäudebegrüner aus der Branche, quasi der ersten Stunde. Und das muss man betonen mit der Branche, nämlich die Branche war ursprünglich eine, die nur Dächer begrünt hat. Noch, ich weiß nicht, wann eigentlich die Namensveränderung stattgefunden hat. Ich erinnere jedenfalls, dass 2005 ich einmal die Ehre hatte, den Weltgründach-Kongress in Basel mit einer Keynote einzuleiten. Und damals gab es also sehr viele Aussteller auch, die hatten alle Systeme von Dachbegrünung. Und ich fragte verschiedene, warum widmet ihr auch nicht eure Aufmerksamkeit der Gebäudebegrünung im Vertikalen? Und damals bekam ich von vielen Seiten die kurze Antwort, daran kann man nichts verdienen. Also die Branche brauchte eine Weile, bis sie erkannte, dass diese Anforderung an die Verbesserung der Lebensumstände in den Städten eben auch die Vertikale umfasst und dass man da etwas machen kann und machen muss auf eine Weise, weil manche Gebäude das gar nicht anders vertragen, dass da auch etwas verdient werden kann, nämlich mit Konstruktionen und Gerüsten etc. Und da gab es dann eine Zeit lang solch eine Gegenstellung zwischen denjenigen, die bodengebundene Begrünung befürworteten, ich zum Beispiel, weil das natürlich ganz billig ist und an Gebäuden, die das vertragen, also das sind in der Regel die Altbauten, die nicht wärmegedämmte Fassaden haben, da kann man ganz einfach eine Gebäudebegrünung mit wildem Wein und so weiter machen. Aber bei anderen geht das eben nicht. Und das erste Mal, als ich auf Herrn Brandwein traf, das war in Wien, auf einem Kongress, zu dem die Magistratsabteilung 22 eingeladen hatte. Und wir beide als Referenten da waren. Und da waren wir noch so in verschiedenen Lagern. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass mittlerweile in der Gebäudebegrünung offensichtlich Systeme entwickelt worden sind, die es auch möglich machen, ohne zu sehr teuren Lösungen zu greifen, Fassaden zu begrünen. Und ich bin nun sehr gespannt, was uns Herr Brandwein darüber erzählen wird. Herr Brandwein hat sehr lange Polygrün-Klettergerüste entwickelt und ist praktisch einer der Erfinder von solchen Gerüsten. Er hat sehr viele Vorträge gehalten, ist einer der Experten schlechthin. Und seit 2021 hat er Polygrün praktisch verlassen und ist jetzt als freischaffender Experte mit einer eigenen Firma, TB Klettergrün heißt die, tätig. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie, Herr Brandwein, sich bereit gefunden haben, uns nun etwas zu berichten über dieses sehr brennende Thema, in der Praxis jedenfalls hoch gefragt. Vielen Dank. Und nun das Wort an Sie. Ich danke auch. Mein Eingangsbildschirm, ich hoffe, Sie sehen ihn alle, zeigt ja auch die Tätigkeiten, die Frau Fassbinder gerade aufgeführt. Herr Wandern, Sie müssen bitte nochmal die Bildschirmpräsentation starten. Bitte? Müssen Sie nochmal starten, bitte, die Bildschirmpräsentation. Ach so. Ist sie nicht bei Ihnen? Momentan nicht sichtbar, aber es ist bildschirmfrei gegeben. Die ist eigentlich bildschirmfrei gegeben. So, ja. Freigeben. Zack. Ist sie jetzt da? Jetzt. Ja. Super, danke. Wunderbar, sehr schön. Entschuldigung. Ja, gut. Eingangsbildschirm, meine Tätigkeiten in der Vergangenheit und aktuell hat Frau Fassbinder schon erläutert. Kleine Ergänzung noch zu Ihrer Erläuterung. Ich
baue eigentlich seit 1986 Kletterhilfen. Ich habe eine Firma gegründet 1980, die hieß Torwald Brandmann Gebäudebegrünung, weil ich damals noch ein Dachbegrünungssystem hatte. Das habe ich aber niemals verkauft. Ich habe immer nur Kletterhilfen verkauft, weil mein Standort und meine Möglichkeiten zur Dachbegrünung eher bescheiden waren. Aber in Sachen Fassadenbegrünung war ich deutlich besser. Also habe ich Kletterhilfen verkauft. Und ich muss dazu sagen, es war ein hartes Brot, gerade um die Jahrtausendwende. Hängen im Schacht hat sich kein Mensch für Fassadenbegrünung interessiert. Gut, dieser kleine historische Rückblick, machen wir weiter. Na, beweg dich. Diesen kleinen historischen Rückblick sieht man auch auf dieser Folie. Ich habe also diese Fassadenbegrünung mitgemacht. Angefangen zu einer Zeit, als man eher noch die gefühlten Positivwirkungen beworben hat. Die haben sich dann im Laufe der Jahre etwas mehr geändert. Am Anfang war es erst den einzelnen Gebäude bezogen, sehr kleinräumig. Dann hat man gemerkt, ja Gott, wenn man mehr Gebäudebegrünung macht, dann hat das auch einen Einfluss auf das Stadtklima. Und inzwischen sieht man dann hier die Grafik von Marco Schmidt, dass man durchaus auch in größeren Rahmen denken kann, was die Positivwirkungen betrifft. Und inzwischen sind wir so weit, dass wir diese auch quantifizieren können und damit ökologisch und ökonomisch bewerten können. Zu den Begrünungsformen, wie gesagt, ich bin Hersteller von Kletterhilfen. Ich habe mich zeitlebens nicht um wandgebundene Begrünungen gekümmert. Und ich werde auch meinen Vortrag jetzt ausschließlich auf die bodengebundenen beschränken, weil das sieht man hier an diesem Schnitt oder dieser Seitenansicht einer wandgebundenen Begrünung, dass Komplettsysteme sind, die Dämmung, Hinterlüftung und so weiter enthalten und deshalb praktisch nur für Neubauten in Frage kommen. Wenn man ein wärmegedämmtes Gebäude hat und man möchte da eine wandgebundene Begrünung drauf machen, dann muss man die ganze Wärmedämmung, die drauf ist, abreißen und alles neu aufbauen. Und das ist halt eben nicht etwas, was man für den Altbestand im Wohnungsbau oder sonst wo praktizieren kann. Ja, oben drei Beispiele oder vier Beispiele für verschiedene bodengebundene Begrünungen. Links der Efeu und der Rest dann Gerüstkletterpflanzen in verschiedener Ausführung. Damit sie nicht vergessen werden, neben den Gerüstkletterpflanzen gibt es auch noch die spalierbaren Gehölze. Das ist eine Sache, die ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist, aber Spalierobst hat inzwischen wieder eine gewisse Nachfrage und auch dafür braucht man dann eigentlich irgendwelche Stützgerüste, an denen man die Pflanzen erzieht. Ja, das sollte reichen. Jetzt sind wir aber schon richtig drin in der Fassadenbegrünung. Egal, was für eine Wand man hat und egal, welche Bepflanzungstyp, also Selbstklimmer, Gerüstkletterpflanzen oder spalierbare Gehölze man wählt, man muss diese Sache planen. Also die ganzen spontan angelegten Begrünungen sind Augenwischerei. Die haben eine kurze Standzeit, nach 5 Jahren sind die wieder weg. Eine ungeplante Begrünung hat keinen Sinn. Und wenn man eine Begrünung plant, dann muss man sie vollständig planen. Und deshalb habe ich hier diesen kleinen Planungskreis, wo ich mal die wichtigsten Aspekte, die in der Planung berücksichtigt werden müssen, aufgezeigt. Da gibt es den kleinen grün hinterlegten Kreis. Das ist die Planung von Selbstklimmern. Und der große Kreis beinhaltet die Gerüstkletterpflanzen und die spalierbaren Gehölze, weil da kommen die
Kletterhilfen hinzu, beziehungsweise die Stützgerüste. Das gilt auch für Pergolen und freistehende Anlagen, die man in der Stadt errichtet. Überall ist dieses Planungskreis abzuarbeiten und gegenzukontrollieren. Die ganzen Beziehungsgeflechte zwischen Kletterpflanze, Wand, Kletterhilfe und Kletterhilfe, Wand und weiß ich Kuckuck was alles, habe ich gar nicht eingezeichnet in diese Skizze, weil dann wäre sie schwarz geworden vor lauter Pfeilen. Und dafür habe ich dann eine Tabelle gemacht, die das einfach mal verdeutlichen soll, welche Abhängigkeiten voneinander bestehen, also zum Beispiel von der Pflanze zur Kletterhilfe, von der Pflanze zur Außenwand. Und jetzt zum Thema, die gelb hinterlegten Felder in dieser Tabelle zeigen die wärmegedämmten Fassaden. Und da sieht man ganz viele X'e, sowohl in in Beziehung zur Kletterhilfe, als auch zur Pflege, als auch zur Pflanze. Und wie gesagt, das muss alles aufeinander abgestimmt werden, damit es miteinander funktioniert. Beispiele. Die Kletterformen der Pflanzen. Ich setze die als bekannt voraus. Nur noch mal hier das Bild, damit jeder sieht, wovon ich spreche. Bei den Selbstklimmern ist es einfach. Sobald die eine Unterlage haben, die funktioniert, die tragfähig und unkritisch genug ist, kein Thema. Bei Krankern und Spindern sieht das schon ganz anders aus, weil die definitiv verschiedene Strukturen der Kletterhilfe benötigen, damit sie zuverlässig und dauerhaft Halt finden. Spreizklimmer ist auch so eine Sache. Da gibt es eigentlich noch ganz spezielle Kletterhilfen, aber in der Regel muss man ohnehin bei den Spreizklimmern etwas durch Anbinden nachhelfen. Gut, Beispiel. Eine sehr aufwendig begrünte Wand, beziehungsweise umfangreich. Übrigens auch eine wärmegedämmte, weil Sandwich-Fassade. So ein Projekt, das kostet sechsstelliges Geld. Und dann geht jemand hin und bepflanzt diese Kletterhilfen, die für schlingende Pflanzen konzipiert worden sind, weil man die Wuchshöhe haben will, mit Jasminum nudiflorum, also einem Spreizklimmer. Und dann kann man sich das Begrünungsergebnis angucken. Es gibt keins. Also, nächste Aspekt, den wir uns aussuchen, den wir beachten müssen, ist, wie bringe ich denn meine Kletterhilfen an die Wand? Und da gibt es drei verschiedene Prinzipien. Ich hänge sie auf, ob ich das mit gleichmäßig tragenden Abstandhaltern mache oder mit einer Schwerlastkonsole oben oder mit mehreren Ebenen mit Schwerlastkonsolen. Das hängt davon ab, wie schwer meine Begrünung ist und wie gut meine Befestigung ist. Und auf Wärmedämmung ist sie nicht gut. Das ist das Problem der Wärmedämmung. Kommen wir später noch dazu. Also die gleichmäßig tragende oder aufgehangene Variante der Kletterhilfen ist in der Praxis sehr vorteilhaft, weil statisch am besten zu bestimmen. Die stehend angelehnten Kletterhilfen haben den großen Vorteil, dass man Lasten aus der Fassade heraushalten kann. Die Vertikallasten lassen sich über die Kletterhilfen nach unten ableiten. Egal ob auf ein Fundament oder eine Konsole im Sockelbereich des Gebäudes, da hat man verschiedene Möglichkeiten. Der Nachteil ist, senkrechte Tragprofile knicken aus. Und dafür muss man dann auch wieder Abstandhalter haben, die sie am Ausknicken hindern. Und dann ist der Positiveffekt unter Umständen weg.
Außerdem ist ein stark vertikal belastbar, auf Druck belastbares Profil, was eine gewisse Knickfestigkeit hat, auch dick. Und dicke Profile sind erstens mal gestalterisch nicht so toll. Die Architekten bevorzugen filigrane Kletterhilfen. Und zweitens sind sie nicht pflanzengerecht, weil ab 50 mm Profildurchmesser versagen die meisten Kletterpflanzen entwickeln keinen nicht mehr zuverlässig den Halt wie an dünneren Profilen. Ja, ganz rechts, die gespannten Kletterhilfen sind eigentlich das Marktübliche. Irgendjemand hat mal erzählt, dass Drahtseile die billigste und beste Variante sind und seitdem glauben, dass die Architekten in Deutschland. Es gibt Beispiele, wo es absolut nicht stimmt, aber es wird halt eben sehr viel mit Seilen gearbeitet. Und auch hier hat man also die unterschiedlichen Möglichkeiten. Man kann mit ausreichend tragfähigen Abstandhaltern ein Seil spannen. Wesentlich besser sind aber die Spannungen zwischen Konsolen, weil an den Endpunkten sehr hohe Lasten auftreten. Ich habe da mal so von Mitbewerbern Zahlen gelesen in der Statik von 18 Kilonewton. Das ist dann schon was an Belastung. Und entsprechend gibt es hier eine Variante, die dann wirklich auf Hochspannung ausgelegt ist. Übrigens habe ich etwa diese Variante auch schon mal gebaut, seinerzeit noch mit Polystahl, GFK-Stäben. Am Goliath-Hochhaus in Marl. Und da haben wir über 51 Meter Höhe die Kletterhilfen gespannt an einen Kragarm, der auf dem Ringbalken des Daches befestigt war. Ja, das war auch so eine Aktion. Hier das Beispiel für stehend angelehnte Kletterhilfen, die in Trögen stehen. Die Tröge stehen auf Konsolen und hier hat man mit dem stehend angelehnten System den Vorteil, dass man überhaupt keine Befestigung allein für die Kletterhilfen braucht. Lediglich hier in der obersten Ebene, wo kein Pflanzgefäß mehr drüber auf einer Konsole steht, musste eine Konsole angebracht werden extra für die Kletterhilfen. Aber ansonsten sind die Kletterhilfen aus dem Gefäß zur nächsten Konsole einfach hingestellt und gegen Kippen gesichert. Gut, jetzt sind wir am Thema im eingemachten Bereich des Themas. Die verschiedenen Wärmedämmungen, mit denen wir es heutzutage zu tun haben, sind sehr vielfältig. Das hier sind die drei wichtigsten. BDVS kennt jeder. Es gibt es nicht nur als Styropor, sondern auch, was ich hochinteressant finde, mit Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen. Die sind mir deutlich sympathischer, aber das Prinzip ist identisch. Die vorgehängt hinterlüftete Fassade, wo dann zwischen Dämmung und Platte noch ein Luftraum besteht. Und diese Fassaden werden mit Platten bekleidet, egal woraus sie sind. Gerne auch sehr aufwendig mit Natur- oder Kunststein, sind sehr dauerhaft, haben aber ein Problem, was man immer beachten muss. Es gibt Systeme mit offenen Fugen. Und da wird dann die Pflanzenauswahl, auch wenn man mit Gerüstkletterpflanzen arbeitet, sehr kritisch zu treffen sein, weil Triebe, die in die Fugen reinwachsen, bei den dünnen Blechen unter Umständen beim Rausholen wieder Verformungen verursachen. Also da muss sehr sorgfältig geplant werden, welche Pflanzen man für diese Fassaden dann einsetzen kann. Viele haben aber auch keine offenen Fugen und dann ist eigentlich praktisch jede Gerüstkletterpflanze einsetzbar.
Sandwich-Fassaden sind eine ganz andere Nummer. Die sind in der Regel dicht, da kann keine Pflanze rein. Aber wie man schon auf diesem Foto sieht, ist nichts dahinter. Da gibt es dann richtige Befestigungsprobleme. Da muss man dann mit vorgeständerten Konstruktionen arbeiten, um irgendwo dann Halt zu finden an einem Stützprofil, was hinter der Sandwich-Fassade steht. Und die Sandwich-Fassaden gibt es nicht nur in dieser Dämmstoff-Metallausführung, sondern auch als Betonelemente. Und das ist eigentlich sehr weit verbreitet, denkt aber nie jemand dran, dass die Wetterschalen einer Betonplatte zum Beispiel im Plattenbau der DDR und auch hier im Westen auch nur bedingt belastbar sind. Und das hier ist ein Forschungsprojekt, wo wir die Firma Vertico beliefert haben mit Zubehör für innovative Sandwichplatten, wo auch die Aufhängung der Wetterschale, also der äußeren dünnen Schicht aus Beton, vor dem Dämmstoff, der innen drin ist, mit thermisch trennenden Ankern und nicht wie bisher mit irgendwelchen Edelstäben ausgeführt wurde. So, größte Problem eine wesentliche Schwierigkeit ist auch besser. Probleme haben wir ja nicht, Probleme lösen wir. Der Begrünung von wärmegedämmten Fassaden ist, dass man in der Dämmung nichts befestigen kann. So, das heißt, ich muss durch die Dämmung in das Tragwerk. Und hier habe ich jetzt mal ein Bildchen gemalt. Ganz simpel, ein Nagel in die Wand geschlagen. Links ohne Dämmung und ein Gewicht drangehangen und rechts mit Dämmung und dasselbe Gewicht. Der Nagel ist in diesem Fall einfach nur länger. Und alle anderen Parameter außer der Kraglänge sind gleich. So, und dann ergibt sich nach dieser Formel, die hier in der Mitte steht, L hoch 3, als wesentlicher Einflussfaktor für die Durchbiegung des Nagels oder einer anderen Befestigung. Und so erklärt sich, dass diese Durchbiegung, klein f, ist meine Maus da, bei der Dämmung erheblich größer ist als bei der ungedämmten Fassade. Und daraus resultieren für die gedämmte Fassade direkte Risiken. Das ist hier einmal die Dichtigkeit am Austrittspunkt, Rissbildung in der Umgebung des Austrittspunktes, denn das ist ja oft ein Kunststoffputz, der zwar mit einer Gewebelage, ich habe da einen roten Strich für eingezeichnet, verstärkt ist, aber das ist auch alles dehnbar und unterschiedlich dehnbar. Und von daher kann es zu Rissbildung im Umfeld der Durchdringung kommen. Dann kommt natürlich das Allerwichtigste. Hält der Nagel das überhaupt aus? Oder ist er schon längst über seine Streckgrenze und gibt jetzt runter wie ein weiches Eisen oder eine Banane, eine faule. Und natürlich, wenn der Nagel hier nach unten drückt und wir haben zum Beispiel eine Betonwetterschale, dann kann auch deren Aufhängung überlastet werden und die ganze Platte nach unten sinken. Da ist dann immer das Risiko, dass so eine ganze Platte auch runterfällt. Wir hatten das nach der Wende in Berlin am holländischen Ufer, da ist zum Beispiel eine Wandplatte von einem Plattenbau, das sind dann 2,80 Meter mal 6 Meter Beton, 6 Zentimeter dick, auf die Straße geknallt.
Jetzt allerdings nicht wegen der Begrünung, sondern wegen verrosteter Aufhängungen. Aber das ist dann auch so ein technisches Problem, was bei Befestigungen an Bauwerken mit gedämmter Außenfassade verstärkt werden kann und wofür man Lösungen bereitstellen muss. Ja, die Lösungen für die Wärmedämmung. Ganz links ist was Professionelles. Das kann auch dicke Wärmedämmungen. Das Dumme ist nur, solche Konstruktionen sind Wärmebrücken. Und zwar richtig aktive. Denn außen schraubt man ja noch ein Metallteil an und das ist dann ein Kühlkörper. Und dann fließt die Wärme munter von innen nach außen ab. Das ist zu vermeiden, denn wenn man sowas da dran schraubt, braucht man keine Wärmedämmung mehr. Ja, dann gibt es die anderen Möglichkeiten. Ich alle in der Praxis schon gesehen habe. Und Dämmstoffdübel gibt es in jedem Baumarkt. Die werden in die Dämmung, in den Dämmstoff reingeschraubt. Das mag für einen Briefkasten ausreichen, vielleicht auch für eine Außenlampe, aber das war es dann. Dann sind sehr viele Leute immer auf die Gedanken gekommen, ach, wir nehmen einfach eine Gewindestange, wie bisher, nur diesmal was länger. Und meistens haben sie es noch nicht mal dicker gemacht als vorher. Ist auch unsinnig. Dann haben sie gemerkt, dass ihre Gewindestange sich ganz krass verbiegt. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann nehme ich Injektionsmörtel und fummle mir da in dem Dämmstoff so was raus. Und dann spritze ich das Ganze mit Mörtel aus. Und das ist dieses Bildchen. Und dann hält das. Naja, gut. Wird schon halten, aber vielleicht 10 Kilo. Lassen wir mal. Dann kommt eine Lösung, die etwas geschickter ist. Man bohrt ein großes Loch durch die Dämmung und setzt Stützscheiben. Und das hat sogar den Vorteil, dass man, die man dann später auf Druck belastet, das hat sogar den Vorteil, dass man diesen Aufbau in der Höhe variieren kann und dann flächendeckend mit der Oberfläche rauskommt. Ein anderes System, was auch gut funktioniert, ist, sind Stützklötze aus Holz oder Kunststoff. Die sollten aber dann eingebaut werden, bevor die Fassade verputzt wird. Das heißt also, im Zuge der Montage des Dämmstoffes müssen auch diese Klötze eingebaut werden. Und das bedeutet, dass die Fassadenbegrünung schon bei der Ausführung der Wärmedämmung im Detail geplant sein muss. Sonst sitzen die Klötze nicht an der richtigen Stelle. Das gilt übrigens auch für diese Metallkonstruktionen, wie auch immer die aussehen. Ja, und dann ist die dritte Möglichkeit, ist, wir versuchen, wir versuchen, ohne durch die Dämmung durchzugehen, die Kletterhilfe über die gedämmte Fassade komplett drüber zu spannen, ohne einen Halter zu setzen. Das geht mit stehend angelehnten Sachen und mit Spannkonstruktionen bis zu einer gewissen Länge. Aber irgendwo muss oben was sein. Ist dann die Frage, was? Beim Einfamilienhaus ist kein Thema. Da kann man also zum Beispiel auf der Traufseite die überhängenden Dachbalken nehmen, um da eine Kletterhilfe dran zu hängen. Aber wir reden ja bei Stadtbegrünung nicht von Einfamilienhäusern mit Garten, sondern von Wohnblocks und Gewerbeobjekten ohne Garten. Ja, so, und nachdem ich mich auch selber mit dieser ganzen Ärgernis rumgeschlagen habe, habe ich dann angefangen und habe eigene Entwicklungen gemacht. Ach, das ist ganz lustig. Hier links sieht man eine Unterkonstruktion für einen Spannhalter, ähnlich oder
im Prinzip dasselbe wie im letzten Bild der Halter ganz links. Also eine Metallkonstruktion, wie ist hier gelb lackiert, wo ist die Maus, da treibt sie sich rum. Und die wird auf die Wand geschraubt und dann der Abstandhalter bzw. der Spannhalter draußen hingesetzt. Das hier in der Mitte ist ein uralter Abstandhalter, auch für eine Spannkonstruktion mit GFK-Stäben, hängt in Berlin an einer Wand. Dieser Halter hat die Aufgabe, die Fassadenbegrünung zu tragen und die Wetterschale eines Plattenbaus. Das ist irgendwie eine Grundschule oder sowas in Marzahn. Ja, und da haben wir dann erstmalig mit GFK Abstandstücken, die den Wärmefluss von vom Tragwerk in die Wetterschale bzw. nach außen minimiert. Und aus dieser Überlegung kam dann die Idee, ganze Anker aus Glasfaser zu fertigen, weil Glasfaser hat eine minimale Wärmeleitung, die etwa der von Fichtenholz entspricht und ist also praktisch auch als Dämmstoff tauglich, nur zu schwer und zu teuer. Ja, und das war dann so der Stand Mitte der 90er, Anfang der 2000er Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Und da gab es den Fischer Thermax. Es gab noch einen professionellen Dübel von EJ, der war dann so 50 mm, na, 30 bis 40 mm dick, Edelstahl, mit dem man auch Wetterschalen sichern konnte. Und das ist dann der aktuelle Stand. Jetzt haben wir einen Anker, der deutlich tragfähiger ist als der schlanke Turbotherm-Anker. Und hier sieht man übrigens auch auf diesem Foto links den Fischer Thermax im Test. Der hält, was das Metallteil halt betrifft, sehr gut. Aber das Kunststoffübergangsteil hier, das versagt unter Dauerlast. Man sieht das hier, wie der Wandabstandhalter nach unten hängt. Ist natürlich alles eine Frage der Belastung, aber Sie sehen hier, dass diese Versuche immer mit demselben Gewicht gemacht worden sind. Das ist diese Prüfkörper hier, diese Gewichte wiegen 30 Kilo zusammen. Ja, und das ist dann hier, wir haben also Eva dann mit den Sachen so richtig an große Projekte gegangen, sind unsere Tests gemacht, als Kurzzeit- und als Langzeitversuche. Und gut, das ist, wir haben auch manchmal was anderes zu tun. Manchmal gibt es keine, wird vergessen zu messen oder sowas, und dann passiert sowas. Aber wir sind damit auf der sicheren Seite und wissen, was unsere Bauteile können. Hier noch zwei Anwendungsbeispiele. Das ist also der Abstandhalter auf dem Anker in einer normalen Beton- oder Mauerwerkswand verklebt. Das ist dieses Bild hier praktisch. Und davor die Dämmung. Hier ist auf die Dämmung noch eine Verklinkung in Form von Riemchen geklebt. Das ist sehr lästig, weil man da nämlich nass und mit Diamant seine Löcher bohren muss, damit man da durchkommt. Denn mit dem Bohrhammer fliegen einem die alle runter. Ja, und das sind die Möglichkeiten für Beton, für Metall-Sandwich-Fassaden, wo man dann mit einem thermisch trennenden Distanzstück in irgendwelche Tragprofile geht, die hinter den Metall-Sandwich-Platten eingebaut werden. Noch zwei Beispiele in Erinnerung an die vorhin gezeigte Möglichkeiten der Befestigung, der Anbringung. Hier eine stehend angelehnte Konstruktion, wo man dann sagt, ja,
Hier oben sichern wir, da sind die höchsten Windlasten, da sichern wir im Tragwerk und hier unten können wir es uns erlauben, im Vormauerwerk abzustützen. Das ist aber in der Regel auch nur bedingt möglich. Generell gilt eigentlich die Regel, Befestigungen sind allesamt im Tragwerk vorzunehmen. Und natürlich möglichst mit thermischer Trennung. Aber das sind halt eben hier diese Beispiele, wo man sieht, dass man ganz schnell bei 25 bis 30, zum Teil inzwischen auch schon bei 45 Zentimeter, Distanz ist, die man von der Vorderkante, also der Oberfläche der Fassade, bis zum Tragwerk überwinden muss mit der Befestigung. Und da denkt man dann an den Nagel von vorhin und fragt sich, wie das gehen soll. Und dann kommt die Konsole wieder ins Spiel, aber die Konsole auf thermisch trennenden Ankern. Das hat den Vorteil, dass man die Traglänge auf dieses Stück reduziert, an der Konsole mehrere, zwei, drei oder vier Verschraubungen vornehmen kann, also auch vier Anker hat, viermal die Traglast des Ankers. Und da die Befestigung dann hier gestützt ist und die Durchbiegung zu einer anderen Verformung führt, hat man andere Momente und die zum Beispiel zwei Halter sind höher belastbar als, also diese Konstruktion hier ist höher belastbar als zwei solche Dinge an diesem Punkt, weil hier sich die beiden Anker gegeneinander abstützen. Das muss man aber im Einzelfall rechnen, wo man da landet, hängt ja auch vom Durchmesser ab. So, und das ist die aktuelle Praxis, wie man sie draußen findet. Der Schöck Isolink, das ist also ein Fassadenanker, der eine Weile nach meinem Tubratherm-Anker auf den Markt kam. Ich habe seinerzeit keinen Patentschutz erlangt. Ich habe zwar einen Patentantrag gestellt, aber den dann verfallen lassen, weil Fassadenbegrünungen oder Fassadenbegrünungen waren damals nicht so gefragt. Und da waren die paar tausend Euro, die das Patent gekostet hatte, mir zu viel. Und außerdem durch die Vorlage des Patentantrages ist die Erfindung nicht mehr neu. Das heißt zu gut Deutsch, Schöck hat auch kein Patent. Das war jetzt nicht mehr patentfähig. So, nächste. Ja, eigentlich sind wir mit der Begrünung auf Wärmedämmung durch, weil die mögliche Technik, wie man die Probleme löst, im Wesentlichen dargestellt ist. Jetzt kommen aber noch so ein paar Sachen, die zum Planungskreis dazugehören und einfach Informationen für diejenigen, die planen, darstellen. Wie vermeide ich Probleme? Wie kann ich mit den Pflanzen vernünftig umgehen? Und das hier zum Beispiel sind die Lastannahmen, die man für jede Dimensionierung von Befestigungsmitteln braucht, egal ob man jetzt eine Wärmedämmung hat oder nicht, aber für eine Wärmedämmung natürlich ganz besonders. Diese Liste ist in den FLL-Richtlinien zu finden und daraus habe ich dann, weil ich habe die Excel-Datenbank dazu, die Kletterpflanzen entsprechend der Lastklassen sortiert, sodass man also sagt, Lastklasse 4, da finde ich diejenigen, die ich brauche, wenn ich hohe Fassaden begrünen will. Da sind die Wuchshöhen um 15 Meter drin. Und da ist auch dann Lastklasse 5, die Wisteria sinensis, unser Exot. Aber Lastklasse 4, da finde ich auf einen Blick die Pflanzen, die ich brauche. Ja, und dann geht es darum, wie berechne ich denn jetzt mit diesen Daten? Herr Brandwein, jetzt hören wir Sie schlecht. Jetzt hören wir Sie schlechter. Ach so, ist das Mikrofon wieder runtergerutscht?
Wieder in Ordnung? Ja. Gut, alles klar. Hier also mal eine Demonstration, wie sich Lastklasse 4 darstellt, wenn man Sandsäcke aufhängt. Und hier, wie man das Flächengewicht dann berechnet. Wir gehen immer davon aus, in den Fassadenbegrünungsrichtlinien, dass die Pflanze von der Pflanzebene aus, das ist jetzt hier ein bisschen ungenau gezeichnet, also von der Oberkante Pflanzgefäß, ihre volle Wuchshöhe entwickelt oder 35 cm höher wächst, als die Kletterhilfe ist. Und diese 35 cm, die werden auch rechts und links von jeder Kletterhilfe dazu addiert, sodass also das Flächengewicht aus der Tabelle mit einer Fläche, die 70 cm breiter ist als die Kletterhilfe, zu multiplizieren ist. Auf die Art und Weise kommt man also zu dem Flächengewicht jeder einzelnen oder zu dem Gesamtgewicht jeder einzelnen Begrünung mit Gerüstkletterpflanzen. Windlasten ist auch so ein Thema. Da gibt es in der Tabelle vorhin Abminderungsfaktoren für Durchströmung. Denn Pflanzen sind ja nicht winddicht. Bei Bäumen hat man inzwischen auch entsprechende Werte gefunden, um die geminderten Windlasten zu berücksichtigen. Und dann kommt ja auch noch der Aspekt, dass sich die Pflanzenteile unter Anströmung in den Wind reinstellen, sodass also auch überhängende Äste oder sonst was gar nicht so groß anzunehmen sind. Es ist aber so, dass trotzdem natürlich eine Windbelastung übrig bleibt. Und da wirkt sich dann diese Windbelastung sehr unterschiedlich darüber aus, ob ich ein steifes oder ein halbwegs steifes Profil oder ein ganz biegeweiches habe, zum Beispiel ein Seil. Ein Seil hat ja keine Biegesteifigkeit und einen in der Regel sehr geringen E-Modul. Und das wird dann unter Last immer länger und dann biegt es sich in dieser Form. Dann tritt beim Seil auf, dass wir einen aus dem Wind resultierende Last haben, die schräg nach unten zieht. Und die addiert sich natürlich mit allen anderen Lasten, dem Gewicht des Seils und dem Pflanzengewicht und so weiter und so fort und natürlich mit thermischen Spannungen, sodass man also bei den Seilen große Schwierigkeiten hat, die Zugspannung zu ermitteln. Wenn man mit steiferen Profilen arbeitet, egal ob jetzt Stahl oder Glasfaser, dann und die obendrein auch noch mit Stäben ausfacht, dann kommt man zu ganz anderen Lastverhältnissen. Dann hat man hier praktisch schon eine Scheibe, wo jede also statische Scheibe, wo jeder Befestigungspunkt mit der gleichen Last beaufschlagt wird. Der gleichen Querlast und der gleichen senkrechten Last. Ja, und das ist, an diesem Punkt hört es dann auf. Dann sind die Statiker am Ende und wir alle, wir uns mit Fassadenbegrünung befassen, müssen uns mit den pflanzenverursachten Lasten rumschlagen. Die sind leider höher als die Pflanzengewichte und die Windlasten. Die sind unkalkulierbar. Und es gibt diese drei Lastfälle, die auch in den Fassadenbegrünungsrichtlinien aufgeführt werden. Hier ist die Kopie aus der aktuellen Ausgabe. Und jetzt kommen hier noch schnell ein paar Beispiele. Das ist eine Villa in Bonn mit einer Stahlkonstruktion als Kletterhilfe. Die geht senkrecht hier hoch und hat dann über den Fenstern immer so einen Bogen. Und das hier ist das senkrechte Rohr der Kletterhilfe,
was sich hier unter dem Grün verbirgt. Der Lastfall ist so, wir haben auf der Innenseite die Wand, das ist jetzt hier falsch, hier sind zwei Rohre, aber hier wäre die Wand, dann der Trieb dazwischen, der langsam dicker wird, und das ist das Rohr, was man hier dann auch sieht, wie sich das so langsam krümmt, und irgendwann wird es aus der Wand gesprengt. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Das nächste ist die Auslenkung. Also dieses Problem Zwängung haben wir mit jeder Pflanze. Egal, ob es ein Baum ist, eine Kletterpflanze oder sonst was. Alles, was irgendwo durchwächst, dicker wird und dann am dicker werden behindert wird, übt Druck durch Zwängung aus. Dieses Auslenkung. Bitte das Mikro wieder hochziehen. Ach, schon wieder. Blödes Ding. So. Das Thema Auslenkung ist ein Problem, was wir ausschließlich mit Schlingpflanzen haben. Die wachsen spiralig, werden dicker und verformen dann ihre Kletterhilfe entsprechend ebenfalls zur Spirale oder zur, sagen wir mal, Feder. Und damit steigt die Spannung in Längsrichtung und dann versagen zum Beispiel hier die unteren Befestigungen einer Kletterhilfe. Da unten sieht man sie auch. Das ist ein Hotel, ich weiß nicht mehr wo. Und da hängen lauter solche Kletterhilfen und die sind alle unten kaputt. Und an einer war auch sogar noch eine Restpflanze. So, das ist dann hier rechts gefotoshoppt, die Variante, wie man es besser machen kann. Man versucht also die Pflanze einzeln aufzuladen, zu entflechten und vor allen Dingen hier unten Bögen reinzubringen, damit sie keine Spannung ausbilden kann. Das sieht man hier auch nochmal. Am Beispiel von Wisterien. Dadurch, dass man hier einen Bogen reinbringt, nimmt man schon mal Spannungen, die sich zwischen Boden und Kletterhilfe bilden, heraus. Da kann kein großer Zug mehr auftreten. Und jetzt kommen wir zum dritten Lastfall, der im Großen und Ganzen auch das gleiche ist wie eben. Der Querzug, wenn die Kletterpflanze, das ist dann wieder egal welche Kletterform, von einem Führungsprofil zum anderen wechselt und dann dicker wird, dann wird natürlich der Abstand dazwischen kleiner und dann deformiert sich die Kletterhilfe und dann muss man sehen, was man macht. Welcher Idiot ruft an? Ich klicke den weg. So, gut, alles klar. Auslenkung, dieses Bild. Das ist also eine Methode, wie man sehr starkwüchsige Schlingpflanzen, die sogenannten Starkschlinger, an die Kletterhilfe heranführen kann, ohne dass es ein Problem, langfristig ein Problem gibt. Und das vermeidet halt eben auch, weil dieser Lastfall, der ist eigentlich egal, wie rum er sich abspielt. Das muss nicht waagerecht sein, nicht senkrecht sein, es kann auch waagerecht sein. Da hilft dann eigentlich nur noch Schneiden, also dieses Bildchen. Wir können bei der Fassadenbegrünung nur bedingt mit konstruktiven Maßnahmen alle Probleme lösen. Es bleiben welche übrig. Und diese Probleme müssen im Rahmen von Erziehung und Leitung der Pflanzen, also Pflegemaßnahmen, gelöst werden. Ja. Dass man mit Gehölzen alles Mögliche machen kann, dass man denen beibringen kann, wie sie zu wachsen kann, haben, sieht man links und das sieht man auch rechts. Da braucht man ab und an, sie haben schon Jahre gehabt, wo sie den Efeu aus der Turmuhr rausholen mussten, aber sie tun es oft genug und die Turmuhr geht immer noch und entsprechend funktioniert das Ganze.
Ja, hier noch ein Beispiel, wo man also auch mit provisorischen Aufleitungen zwischen Boden und Kletterhilfe, das sind hier verrottende Schnüre, den Zwischenraum so überwunden hat, dass da nichts passiert, wenn die Schnüre eines Tages weggefault sind oder verrottet sind, dann ist das Holz dick genug, um selber zu halten. Und dann hat man keine großen Probleme. Was man allerdings hier sehe ich schon wieder einen Trieb, der gewechselt hat. Und das ist dann wieder so ein Fall, wo man irgendwann unter Umständen nacharbeiten muss. Aber solange wie sich die Kletterhilfen nicht verformen, und das ist das Schöne an den Konstruktionen, dass man im Winter genau sieht, gibt es Verformung oder gibt es keine. Solange es keine Verformung gibt, gibt es auch keine Bewegung von den Befestigungspunkten. Und solange die Befestigungspunkte sich nicht bewegen müssen, werden sie auch nicht überlastet. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Also optische Kontrolle. Und wenn irgendwas kritisch ist, sieht man das an den Strukturen der Kletterhilfe und kann dann bedarfsgerecht nacharbeiten. Das war's. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Brandwein, für den sehr detailreichen Überblick. Ich lade Sie jetzt ein, Fragen zu stellen. Sie können gerne die Bildschirme wieder anmachen. Herr Brandwein, Sie stoppen vielleicht die Präsentation, ja, dass Sie sehen können. Ja, ich kann sehr eher gut. Sie können gerne in den Chat schreiben, dann lese ich es vor, oder Sie melden sich per Handzeichen. Dann können Sie zurücksprechen. So. Ihnen besser gefällt. Helga, magst du den Anfang machen? Ja, das war ein wirklich sehr, sehr interessanter Vortrag. Ich denke und ich empfehle das vielen, die da sich in der Praxis mit beschäftigen, das nochmal nachzuhören auf dem YouTube-Kanal. Einfach, weil es so detailreich war. Aber ich habe noch eine Zusatzfrage. Sie haben gar nicht die Kosten behandelt. Können Sie dazu noch etwas sagen? Ja, ich sage zu den Kosten nichts mehr, weil seit ich kein Hersteller mehr bin, muss ich nicht mehr kalkulieren. Ja, und ich habe früher, wenn man mich gefragt hat, versucht hat festzunageln, was kostet denn eine Maßnahme, immer gesagt, zwischen 80 und 400 Euro pro Quadratmeter. Das ist eine Zahl, damit kann kein Mensch was anfangen. Ja, ob dieser Kostenrahmen aktuell noch stimmt, kann ich nicht beurteilen. Ich habe wahrscheinlich etwas zu billig gearbeitet, aber naja, ich war vielen Leuten auch schon immer zu teuer. Jetzt ist es so, dass bei diesen komplexen Wandgeschichten, wir haben das ja gesehen, Verdopplung der Kragweite, verachtfacht die Durchbiegung, Verdreifachung der Kraglänge von den Haltern, versiebenundzwanzigfacht die Durchbiegung. Und das ist leider bei den Kosten für dieses Befestigungsmaterial dann ähnlich. Ja? Es ist einfach so, wenn ich eine ungedämmte Wand habe und ich will mit Kletterpflanzen, mit Gerüstkletterpflanzen begrünen, dann sind die Kosten durchaus überschaubar. Und dann sage ich immer noch, mit 120 bis 150 Euro pro Quadratmeter hast du deine Kletterhilfe an der Wand und die ist dann auch schon bepflanzt und alles ist schön. Aber bei den wärmegedämmten Fassaden sage ich inzwischen gar nichts mehr. Ja, da habe ich also schon die übelsten Reinfälle erlebt, dass also eine Sandwich-Fassade gebaut wurde, wo der Bauherr genau wusste, ich muss begrünen. Er hat gesagt, ich baue die Halle trotzdem so billig wie möglich und sehe keine Befestigungsmöglichkeiten für Kletterhilfen vor.
Und dann musste das Ganze nachgerüstet werden. Dann war schon allein die Stahlkonstruktion, die innen in der Halle nachgebaut worden werden musste, so teuer wie an anderen Projekten die ganze Kletterhilfe. Und da ist also wirklich leider mit Kosten sind keine guten Angaben möglich. Ich kann da nur empfehlen, sich jemanden zu suchen, der weiß, wie man günstig konstruiert bei diesen Projekten und dann unter Umständen mit dem oder mit einem Anbieter zusammen eine Statik machen lässt. Und danach kann man dann kostenmäßig kalkulieren. Vorher hat es keinen Sinn. Ja, also ich halte nichts davon, irgendwelche Zahlen in den Raum zu schmeißen, die man dann hinterher nicht halten kann. Ja, danke schön. Danke für das. Darf ich noch mal eine Frage? Ja? Ja, noch. Also kann man durch häufigeres Schneiden die Traglasten nicht reduzieren? Also und damit. Ja. Aber das ist in den Passantenbegründungsrichtlinien bereits berücksichtigt. Die angenommene Polsterdicke, die für diese Werte, die in den Passantenbegründungsrichtlinien drinstehen, die beträgt 35 cm. Das heißt also, es sind schon regelmäßig geschnittene Pflanzen, die da berücksichtigt sind. Und das Einzige, was man jetzt noch machen kann, um Gewichte zu reduzieren, ist Verjüngung von Pflanzen. Ja. Das wesentliche Teil des Pflanzengewichtes ist das Holzgewicht. Das ganze dünnen Triebe und Blätter spielen fast keine Rolle. Ja. Das Holzgewicht ist maßgeblich und das wächst nun mal nicht nur in die Länge, sondern auch in die Dicke. Ja. Und wenn man maßgeblich Gewicht reduzieren will, dann muss man die Pflanzen verjüngen. Das ist ja auch etwas, was in der Praxis mehr oder weniger häufig vorkommt, ob gewollt oder ungewollt, sei dahingestellt. Ich habe als Hersteller immer den Standpunkt vertreten, eine Kletterhilfe für schlingende Pflanzen hat mindestens 3 vertikale Achsen, an denen sich 3 Leittriebe nach oben entwickeln können. Und wenn mir das Ganze zu viel wird, dann kann ich anfangen, in einem Zyklus alle 2 oder alle 3 Jahre die Pflanze zu verjüngen, indem ich einen Vertikaltrieb rausnehme. Dann ist meine Fassadenbegrünung immer noch da, zu 2/3. Und wenn ich das im Herbst mache und dann fehlt da auf 70, 80 Zentimeter ein Leittrieb, dann ist das im Mai schon wieder dicht. Da sieht man schon nichts mehr von. Ja. Aber ich habe den dicken alten Trieb habe ich weg, ohne dass die Fassadenbegrünung weg ist. Ja. Und deshalb kann ich auch diese Einzelseilaufleitungen nicht leiden, die überall billig an die Wand genagelt werden. Ein Seil, eine Pflanze. So, was habe ich da? Einen Leittrieb, der im nächsten Jahr von ganz vielen Seitentrieben umwunden wird und von denen sogar noch erdrosselt wird. Ein Totholzgewirr in der Mitte, an das ich nicht mehr rankomme, was ich nicht mehr pflegen kann. Und obendrein noch eine Brandlast. Ja. Diese Lösung, diese Einzelaufleitung mit einer Pflanze, ein Seil, die kann ich nur über den Boden absägen, alle paar Jahre und auf die Art und Weise verjüngen. Das ist dann allerdings eine Totalverjüngung. Da bleibt dann nichts mehr übrig. Dann geht der ganze Böden-Wuchs von vorne los, vom Boden aus. Und wie gesagt, mit den mehrachsigen Kletterhilfen hat man immer die Möglichkeit, zeitversetzt die zu dicken, zu schweren Triebe rauszunehmen. Dankeschön, danke für diesen tollen Hinweis. Noch mal eine Zusatzfrage stellen.
Ja. Wie ist das denn mit Pflanzen, die im Winter absterben, Blätterpflanzen, also Hopfen zum Beispiel? Gerade in solchen Situationen, wo sowieso wegen dem Brandüberschlag nicht so hoch angelegt werden, das Wachstum nicht so hoch angelegt werden darf, würde ja Hopfen reichen. Und der und kommt wieder. Aber da muss ich also echt sagen, ich empfehle den Hopfen in der Regel nicht, weil ich die deutschen Bauherren kenne. Die lassen den hängen. Ne? Das sieht zum Kotzen aus und das wird immer schäbiger. Ja? Ein Jahr kann man ihn ja mal hängen lassen. Dann kommt der Neue und wickelt sich um die Reste vom Alten. Aber wenn 2-3 Jahre lang der Hopfen niemals rausgeholt wird aus der Kletterhilfe, dann hat man A, das Stroh da drin hängen und zweitens, das sieht nicht gut aus, gestalterisch hässlich, und zweitens hat man immer noch die Brandlast, weil Stroh, das geht halt eben hoch wie Zunder. Ja, also wenn derjenige, der für den Unterhalt der Fassadenbegrünung zuständig ist, zuverlässig arbeitet und im Herbst den Hopfen rausnimmt, ist das super Sache. Ja, wenn nicht, Finger weg. Ja, ja. Danke schön. Gerd Walch hat schon länger gezeigt, dass er was sagen möchte. Ja, Gerd Bach. Gerd Bach. Guten Abend in die Runde und hallo Torwald. Wir kennen uns ja schon etwas länger, deshalb sage ich auch, glaube ich, beim Du. Es ist ja so, dass viele Hauseigentümer, wenn man ihnen sozusagen was vom Fassadenbegrünung erzählt, sagen, ja, mein Haus ist aber gedämmt und durch die Dämmung darf nichts durch. Das soll nicht verletzt werden. Und da habe ich jetzt mal mit Herrn Taraber, der ist ja auch erwähnt worden in deinem Vortrag hier, gesprochen. Und er bietet also nicht für Hochhäuser, aber doch für Einfamilienhäuser Dübel an, die man in die Dämmung packt und nicht durchgeht. Und sagt, das würde funktionieren. Man sagt, haben natürlich nicht ganz schwer, wie schwere Pflanzen daran hängen, eher vielleicht Klematis oder etwas, was nicht so schwer ist. Aber das würde funktionieren. Er sagt, funktioniert das wirklich? Er meint, es würde funktionieren. Hast du da auch damit Erfahrung gemacht? Nein, nein. Ich begebe mich nicht auf dieses Glatteis, weil ich meistens für professionelle Anbieter arbeite, für Wohnungsbaugesellschaften. Ich muss die Gewährleistung erfüllen können. Und die Sache mit den Fassaden, mit den Dämmstoffdübeln, ist in meinen Augen nicht gewährleistungsfähig. Okay, danke schön. Dann habe ich aus dem Chat eine Frage. Haben Sie Erfahrungen mit wasserfilternden Fassadenbegrünungen? Wasserfilternden? Mhm. Ivo Götte hat die Frage gestellt. Also das, da muss ich passen, fehlt mir die Fantasie. Ja. Wolfgang Heidenreich, wollen Sie die Frage selber stellen? Bitte. Ja, dann stell dich sie mal. Hallo Torwald, grüß dich. Hallo. Ich habe immer wieder das Problem, dass ich auch sehe, dass Fassadenbegrünungen mal gepflegt werden müssen, bin aber nicht so ein Fachmann wie du und ich stelle auch fest, dass es eigentlich wenig Fachfirmen gibt, die sich wirklich mit Kletterpflanzen auskennen. Also ich meine, es gibt Gartenlandschaftsbetriebe, die dann einen Schlinger an horizontale Seile spannen, aber kein senkrechtes Seil dabei haben zum Beispiel. Ne? Wo ich da mal einen Tipp gegeben, ein senkrechtes Seil wäre nicht schlecht, dass die Pflanze auch nach oben wachsen kann. Also das von sogenannten Fachleuten. Und ich sehe auch Schlinger an der Wellblechwand, also ohne jegliche Kletterhilfe oder Kletterpflanzen, was ich großblattige Pfeifenwinde an 3 Meter hohen Seil und die Pflanze wächst schon 4 Meter rechts und links auf dem Boden weiter. Ja. Wie komme ich jetzt
Ich werde immer gefragt, was gibt es denn für Firmen, die sich auskennen, die zurückschneiden können, die pflegen können, die irgendwas an, wenn sie vorhanden ist, an der Kletterpflanze pflegen können. Und auch Frage, wie kann ich jetzt im Bereich München zum Beispiel ein paar Firmen empfehlen, weil ich bin ja kein Bauherr für die anderen. Ich arbeite im Verein Green City e.V. Wir beraten zur Dach- und Fassadenbegrünung, also und zum Förderprogramm der Stadt München. Und haben natürlich ein Problem, weil wir keine Ausschreibungen machen und keine Erfahrungen haben und auch nichts mitbekommen von den Kosten. Wie komme ich jetzt wirklich an Firmen ran? Über den Bundesverband, der Gunter Mann ist ja auch da, weiß nicht, ob der Gunter jetzt da was sagen kann. Keiner was sagen. Ne? Das ist einfach, vor allen Dingen der Stefan Brandhorst, betreibt es die Ausbildung der Landschaftsgärtner zu verbessern. Ja. Die Landschaftsgärtner haben keine Ahnung, ist leider so. Ja. Fassadenbegrünung ist nicht deren Ding. Das haben die nicht auf dem Schirm. Ja. Es bildet sich langsam, aber sicher ein Netzwerk von Firmen, die Fassadenbegrünung beherrschen und dieses Netzwerk verdichten. Ja. Da ist Vertiko führend. Ja. Es sind aber auch andere. Ich würde wirklich, wenn ich ein Pflegeprojekt hätte, ganz klar sagen, über Vertiko, über Leonhards, die natürlich nicht jeden kleinen Scheiß anfangen. Das ist ganz klar. Ja. Ich hatte auch schon mal überlegt, wenn die Idioten, ich sage jetzt wirklich ganz krass Idioten, aus der grünen Branche sich das entgehen lassen, diesen Markt, Pflege von Fassadenbegrünungen, dann ist ihnen nicht zu helfen. Dann machst du das, aber ich komme noch nicht mit meiner Gartenschere nach München gefahren, um einen halben Tag lang eine Rose zu beschneiden. Das geht doch nicht, ja? Das ist doch Unfug. Deshalb scheidet so etwas aus und man muss leider versuchen, sich jemanden aufzubauen, der das kann. Und das wäre zum Beispiel auch eine Aufgabe hier für euren Verein, dass ihr sagt, fragen wir doch mal bei den Landschaftsgärtnern an, können ja auch kleine Betriebe sein, weil es ist ja kein Riesenaufwand. Wer hat denn Interesse, sich mit Pflege von Fassadenbegrünungen zu beschäftigen? Dann macht man mal einen Kurs irgendwo, ja, Vertiko oder sonst wo. Versucht mal auf die Schiene jemanden auszubilden. Na ja, gut, wir sind gemeinnütziger Verein und kein Ausbilder. Also für uns schwierig, aber ich sehe halt das Drama, dass. Ja, weil das ginge dann zum Beispiel mit dem Buch. Ja, ja, das müsste man mal besprechen. Also, ja. Aber es ist halt tatsächlich so, dass man dann halt die vielen Missgeschicke, die da entstehen, sieht und ist dann klar, dass dann auch ein Hochbauarchitekt oder ein Bauherr dann sagt: Nee, also. Fassadenbegrünung funktioniert nicht, du guckt euch das an, das will ich nicht. Und da tut sich die Branche auch keinen Gefallen, wenn die da nicht mehr, also Bundesverband Gebäudegrün macht ja viel, aber es muss noch viel mehr geschult werden und viel mehr tatsächlich, es müsste auch Zertifizierung geben für die Gartenlandschaftsbaubetriebe, die ein Logo haben, dass sie sich mit Kletterpflanzen auskennen, so wie bei den Gartenlandschaftsbetrieben, wenn die mit, was ich, Optiker und Zink oder so zusammenarbeiten. Ja, hast du das auf meinem Bildschirm gesehen? Ich bin Mitglied im RAL. Ja. Gütegemeinschaft Vertikalbegrünungen. Wir zertifizieren Betriebe, die Fassadenbegrünung machen. Ja? Aber soweit ich weiß, gibt es bis jetzt zwei oder drei zertifizierte Betriebe. In ganz Deutschland?
In ganz Deutschland, ja. Die kommen dann wegen 5 Quadratmetern nach München. Nein, genau. Das nein, ist das Problem. Nicht. Das ist eben das nicht, Problem. Ja. Ne? Genau. Aber da müsste was passieren. Das ist definitiv das Problem. Ja, und aber dadurch, dass wir dieses Gütesiegel eingeführt haben und jetzt anfangen zu vergeben, da kommt, das bekommt keiner, der keine Kletterpflanzen mehr schneiden kann. Ja. Und damit werden wir früher oder später hinkriegen, dass diejenigen, die Gebäudebegrünung machen wollen oder Vertikalbegrünung, sich auch auf dem Gebiet der Pflege qualifizieren. Sonst gibt es kein Gütesiegel. Okay, das war ein zweier Gespräch. Danke für die Geduld. Entschuldigung. Das ist schon wichtig. Elisabeth Grofmann. Ja, danke. Ich habe jetzt zu dem Thema das Betriebsgütesiegel, was vom Verband in Österreich entwickelt wurde, als Link reingestellt. Aber ja, hier ist eh der Austausch mit den Verbänden vorhanden. Meine Frage wäre jetzt noch, siehst du oder gibt es irgendwann mal einen Punkt, wo du sagst, es ist dann doch gescheiter, freistehend oder selbststehende Gerüste, Ranggerüste quasi vorgestellt bei bodengebundenen Fassadenbegrünungen zu empfehlen, weil die Nachrüstung oder so zu komplex wäre? Also dass man sagt, okay, ich stelle einfach ein eigenstehendes Gerüst davor für die als Ranghilfe. Gibt es da irgendwie Erfahrungen? Oder? Nein, da bin immer der Meinung, dass das Gebäude, also wir sprechen jetzt zum Beispiel von Gewerbehallen in Ständerbauweise, Beton oder Stahl, ja, kann ich immer mein Klettergerüst anlehnen. Ja? Und wenn ich es nicht anlehne, dann habe ich die Windlasten drauf. Ja? Die ich dann über die gesamte Höhe als Biegemoment auf den Fundamenten habe. Ja? Also völlig vom Gebäude abgekoppelt ist in meinen Augen Unsinn. Ja? Das Gebäude würde ich schon nutzen, aber stehend angelehnt ist für viele Sandwich-Fassaden die beste Möglichkeit. Und wir haben inzwischen auch dafür eine sehr gute Lösung, dass wir die stehend angelehnten Geschichten auf Schraubfundamente stellen. Das ist eine sehr schnelle, zuverlässige Lösung, die den großen Vorteil hat, dass der Wurzelraum nicht so sehr beansprucht wird durch die Fundamente. Also das ist, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir zum Beispiel beim Hallenbau Stützweiten zwischen den Ständern in der Regel 4 bis 7,50 Meter haben. Dann keine Möglichkeit mehr haben, in der Mitte zwischen den Stützen Kletterhilfen zu befestigen. Ja, weil diese Stützweite, da geht ein Querbalken auch hin und her. Dafür gibt es dann die Möglichkeit, doppelläufige Horizontalprofile an die Stützen zu hängen und mit den Kletterhilfen dazwischen oder davor hochzugehen. Ja. Dass man also einen nicht vertikal, sondern horizontal belastbaren Träger, der kann recht leicht sein, an die Fassade hängt, zwischen die Stützen, aber außen davor. Und dann braucht man gar nicht durch die Fassade. Ich habe davon, könnte es raussuchen. Na halt, ja, können wir die Präsentation noch mal kurz starten? Ja, ja, Sie können, jederzeit. Augenblick. Da.
So, ich mache mir mal hier alle. So, wo war das Bildchen? Ach, da. So, ha, schade. Wir sehen es aber noch nicht. Sie sehen es noch nicht, halt. Bildschirm freigeben. Ja, genau. Halt, wo ist mein Ding? Geh mal weg. Hey, wo ist mein Zoom? Da ist mein Zoom. Gut. Bildschirm freigeben. So. Jetzt müsst ihr es sehen. Ja. So. Auf dem linken Bild. Das ist jetzt leider nur ein Ausschnitt. Wir haben nämlich das Ding als Probe Aufbau längst realisiert. Das steht seit Jahren hier rum. Da sieht man so einen doppelläufigen Träger, der rechts und links an einem Schwert hängt. Ich werde jetzt mal ganz kurz das Foto dazu raussuchen. Augenblick. Dauert einen kleinen Augenblick. Na komm. Mechanisch, wo ist Mechanisch? Kann ich schon mal Anja Roll fragen, ob sie die Frage selber stellen möchte, die nächste, oder ob ich das machen soll? So, jetzt fahre ich das Ding hier. Sieht man das? Nein. Zeig jetzt. Ja. Jetzt müsste es auf dem Bildschirm sein. Genau. So, jetzt muss ich nur noch das blöde Raster wegmachen. Ist aber nicht so schlimm. Sieht man gut. Mhm. So. Ja, da sieht man also rechts und links eine an die Wand geschraubte hier Konsole. Und es gibt keine andere Befestigung an dieser Wand für die drei Kletterhilfen. Die Kletterhilfen stehen unten, sieht man da so auf Steinen und sind zwischen den beiden Trägern, die auf Abstand natürlich dann eine entsprechende Steifigkeit in horizontale Richtung haben, befestigt. Das ist also eine Möglichkeit, die ich gegenüber einer freistehenden Konstruktion deutlich bevorzugen würde. Danke. Dankeschön. Dann habe ich noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar, Anja Roll fragt, gerne würde ich diese Gelegenheit nutzen, um zu fragen, wie man Architektinnen von Efeu an geeigneten Fassaden überzeugen kann. Steht das in den Fassadenbegrünungsrichtlinien oder gibt es fachliche Beiträge, die ich dazu nutzen kann? Mein Hintergrund, ehrenamtlicher Schutz der bedrohten Haussperlinge. In der Fassadenbegrünungsrichtlinie steht relativ wenig dazu, aber mit der exakt mit den Schadensmechanismen in Verbindung mit Efeu hat sich der Professor Althaus auseinandergesetzt. Jetzt muss ich überlegen, wie heißt das Buch von ihm? Das ist 1987 oder 88 erschienen. Ist praktisch die Buchfassung seiner Diplomarbeit. Ich glaube, es heißt einfach Fassadenbegrünung, ein Beitrag zur präventiven Schadensvermeidung. Mhm. Dieses Buch würde ich empfehlen. Das ist, was den Efeu betrifft, immer noch Stand der Dinge.
Ansonsten ist der Professor Althaus inzwischen in Rente und immer noch für den Botanischen Garten der inzwischen TU Höxter zuständig und über die hat auch noch eine E-Mail-Adresse bei der TU Höxter. Der freut sich sicherlich, wenn er in die Sachen Eva beraten kann. Vielen Dank. Ah, super, danke schön. Ja, dann kommen wir langsam zum Schluss. Außer es gibt noch eine ganz dringende Frage. Eine geht sich noch aus. Nein? Gut. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Herr Brandwein, dass Sie uns diesen Vortrag gehalten haben. Ich danke allen, die dabei waren und mitgemacht haben und uns hier unterstützen in der Verbreitung der wichtigen Informationen. Und wünsche Ihnen allen ich muss noch schnell hinweisen auf die nächsten Vorträge. Wir haben nämlich schon bis Mai, haben wir schon wieder vorgeplant. Das nächste wird sein zu Urban Mining am 14. März. Pia Minixhofer und Sebastian Hafner. Dann haben wir Sabine Hille, die arbeitet auf der Uni für Bodenkultur zu Wildtieren in der Stadt am 28. März. Und dann gibt es am 18. April aktuelle Erkenntnisse des Weltklimarates von Dr. Guido Halbig vom Deutschen Wetterdienst. Die haben einen eigenen Podcast, also eigene Online-Veranstaltungsreihe, wo wir uns das auch ein bisschen abgekupfert haben. Und der wird uns speziell zu dem Thema etwas erzählen. Und eben als nächstes dann noch wahrscheinlich Vogelanprall, der unsichtbare Tod und wie er vermieden werden kann, von Benedikt Heger von der Wiener Umweltanwaltschaft. Also wirklich bunter Strauß an Themen rund um die grüne Stadt. Sie finden das alles wieder auf der Bertop City Seite und auch diesen Vortrag heute. Dankeschön und einen schönen Abend. Danke gleichfalls.